DiagonalView.de heute in Peking und die Chinesen, ohnehin Meister der Kunststofffertigung, haben ein neues Produkt der Superlative für euch parat. Diese riesen Badeente, die passt nicht mehr in die Badewanne. 18 Meter hoch und jetzt lese ich hier, ein Holländer hat sie doch tatsächlich hergestellt, also kein Chinese. Hergestellt ist die Riesenente aus über 200 PVC-Einzelteilen und mit eingebautem Luftkompressor behält der Riesenvogel immer seine Größe. Die Ente ist übrigens immer noch auf Weltreise und hat schon Zuschauer in Sydney, Hongkong und Sao Paulo beeindruckt. Obwohl gigantisch und irgendwie niedlich, bleibt der Zweck der Riesenente unklar. Das Tier bringt diesem doch eher landschaftlichen Touristenort einen neuen Impuls. Man kann sogar einen tieferen Sinn in die Ente hereininterpretieren. Wenn ihr mich fragt, irritiert mich die Riesenente auf eine besondere Weise. Okay, so schwimmt die Ente weiter durch die Welt, nur das Quietschen muss sie noch lernen.